Hallo meine Lieben, die letzte Haushaltsanalyse ist schon wieder viel zu lange her. Deshalb gibt es heute endlich mal wieder eine neue. Wir lernen heute einen jungen Mann kennen, der um seinen Traum erreichen zu können, erstmal seinen inneren Schweinehund besiegen muss. Salim Ben Ali. Los geht's! Wir befinden uns noch immer in der einwohnerreichen Nachbarschaft San Myshuno. Hier bewohnt Salim eine kleine, reparatur- und pflegebedürftige Wohnung im Künstlerviertel. Wir sehen schon auf den ersten Blick, dass er für einen Single-Haushalt ziemlich viel Kohle in der Kasse hat. Über 9000 Simoleons. Schauen wir mal, was uns die Beschreibung über ihn verrät. Salim ist im Künstlerviertel umgeben von Dichtern, Musikern und Künstlern aufgewachsen. Er ist entschlossen, ein großer Schriftsteller zu werden. Und zwar direkt nach der Fertigstellung seines ersten Buches. Oh, und dann muss er auch noch den Highscore in diesem Videospiel knacken. Und ab und an braucht er natürlich auch mal ein Nickerchen. Hier wissen wir schon gleich, was Sache ist. Salim möchte ein großer Schriftsteller werden, aber er scheint Probleme damit zu haben, sich auf dieses Ziel zu konzentrieren. Lernen wir ihn mal näher kennen. Das Wohnungsmerkmal Reparatur und pflegebedürftig ließ schon erahnen, dass diese Wohnung nicht die modernste oder schönste ist. Die Bodenbelege sind stark abgenutzt und die Tapeten und Fußleisten haben offensichtlich auch schon gelitten. Und alleine scheint er hier auch nicht ganz zu wohnen. Obwohl die Wohnung einen guten Ausblick hat, wurde wohl auf Sanierungsmaßnahmen verzichtet. Der Teppich im Wohnbereich ist größtenteils rosa und im Flur- und im Kochbereich ziert eine Tapete mit Blumenmuster die Wand. Für mich wirkt das so, als hätte hier zuvor vielleicht eine alte Dame über viele Jahre gelebt. Und nun, nachdem sie gestorben war, konnte Salim diese günstige Wohnung ergattern. Die Einrichtung ist sehr einfach gehalten. Die Objekte sind fast alle sehr günstig und sehen zusammengewürfelt aus. Ich finde, Salim sieht hier etwas fehl am Platz aus. Vielleicht spart er ja bewusst sein Geld, weil er gar nicht lange in der Wohnung bleiben möchte. Er wirkt von seinem Kleidungsstil her modern und jugendlich. Wenn man auch genauer hinguckt, sieht man die Tätowierung an seinem Arm und den goldenen Ring am Finger. Es wäre denkbar, dass er aus gutem Hause stammt und auch deshalb so viel Geld in der Haushaltskasse hat. Salim ist ein junger Erwachsener, der wohl auch erst kürzlich zum jungen Erwachsenen geworden ist. Demnach muss dies auch seine erste eigene Wohnung sein. Und das würde auch erklären, warum die Wohnung aussieht, wie sie aussieht und warum der Fernseher auf einem Stapel Koffern steht. Er hat das Bestreben Bestsellerautor. Und das ist für uns ja keine Überraschung, denn es ist schließlich ja sein Traum. Passenderweise hat er auch die Merkmale Bücherwurm, kreativ und das Zusatzmerkmal Grübler, womit sich seine Fähigkeiten schneller aufbauen, wenn er kreativ ist. Hier ist aber wohl auch der Grund zu finden, der ihn ausbremst. Er hat nämlich das Merkmal faul. An seinen Fähigkeiten kann es auf keinen Fall liegen, denn er hat schon 8 Punkte in der Schreibfähigkeit. Viel fehlt er also nicht mehr, bis die Fähigkeit maximiert ist. Er kann mit 3 Fähigkeitspunkten schon gut kochen und sich damit recht gut versorgen. Nur die 4 Punkte in der Videospielefähigkeit zeigen, dass er auch nicht gerade wenig Zeit vor der Spielekonsole verbringt. Hehe. Es ist irgendwie traurig, denn es macht den Anschein, als würde Salim die meiste Zeit alleine in seiner kleinen ranzigen Wohnung verbringen. Er hat weder Familie, Freunde und kennt auch sonst niemand Besonderes, außer seine Nachbarn, die ich ihn nicht kennenlernen lassen habe. In seiner Wohnung gibt es auch keinen Hinweis, dass er mal Besuch empfangen wollte. An seiner komischen Seifenblasenmaschine steht nur ein Stuhl und er hat nicht mal einen Tisch, an den er sich zum gemeinsamen Essen setzen könnte. Hoffnung macht mir aber seine Anstellung als Blogger. Er hat wohl kürzlich einen Job in der Schriftstellerbranche begonnen und dort auch schon fast die 3. Stufe erreicht. Wundern sollte uns das nicht, wenn wir an seine 8 Fähigkeitspunkte im Schreiben denken. Er steht offensichtlich ganz am Anfang seines Lebens und er hat noch viel Zeit und Möglichkeiten offen. Das Spiel gibt uns zwar für seine berufliche Zukunft eine Art Richtung vor, aber die anderen Lebensbereiche sind noch völlig offen, da Salim noch überhaupt keine Beziehungen hat. Er ist in meinen Augen ein klassischer Starter-Sim, der erst noch irgendwo Wurzeln schlagen muss. Es liegt nun an uns zu entscheiden, in welche Richtung sein Leben verlaufen soll. Soll er seinen Traum verwirklichen können oder daran scheitern und einen alternativen Lebensweg beschreiten? Wir könnten seine Wohnung etwas ausbauen oder wir lassen ihm seinen Notgroschen und kaufen ihm vielleicht nur einen Laptop, damit er auch unterwegs seine Bücher schreiben kann. Wenn er unterwegs ist, lernt er vielleicht einen Mann oder eine Frau kennen. Er geht raus, schreibt dort und lernt so jemanden kennen. Vielleicht sogar Raj Rasoja, der auch eher eine ruhigere Kugel schiebt und so auch nicht jemand wäre, von dem sich Salim unter Druck gesetzt fühlen würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Frauenheld wird,
der die Ladies mit seiner kreativen und nachdenklichen Art reihenweise um den Finger wickelt, was bei der einen oder anderen Begegnung zu weitreichenden Konsequenzen führen könnte. Er könnte schon mit einer Freundin zusammenleben, wenn einer seiner One-Night-Stands wütend mit einem Kind auftaucht und dieses dann nach einem dramatischen Auftritt einfach bei ihm zurücklässt. Salems Freundin könnte das Kind annehmen oder sie beendet die Beziehung nach diesem einschneidenden Lebensereignis. Und Salem verlässt daraufhin mit seinem Kind die Stadt und beginnt in einer anderen Nachbarschaft als Single Dad einen Neuanfang. Was haltet ihr von diesem Szenario? Ich finde die Idee ganz cool und könnte mir auch gut vorstellen, sie noch weiter auszubauen. San Myshuno ist wie Windenburg eine ziemlich einwohnerreiche Nachbarschaft. Wollt ihr, dass ich weiterhin die Nachbarschaften abarbeite? Oder findet ihr es cooler, wenn ich da mehr mischen würde und es dadurch noch eine größere Überraschung wäre, welcher Haushalt als nächstes analysiert wird? Über euer Feedback würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Marisa.